So, wir sind wieder zurück und ich habe mal mich ein bisschen umgeguckt und habe gesehen, hier vom Balkon geht ein Weg weiter. Und den gehen wir jetzt mal weiter. Mal gucken, wo wir jetzt hier hingekommen sind. Aha. Ein Bohrer. Ah, super. Dass es immer so lange dauern muss. Also hier geht's rein in das Anwesen. Oh mein Gott! Was steht denn auf der Geburtsurkunde drauf? Das möchte ich jetzt gerne wissen. Erstmal habe ich jetzt einen Schlüssel bekommen. Und Geburtsurkunde da. Küchner-Tochter. Aha. Was zum Henker? Wie seid ihr hier wieder reingekommen? Ich habe keine Ahnung, was ihr mit eurem kleinen Einbruchsschauspiel erreichen wollt. Aber ich schwöre euch, dass ihr kurz davor seid, mich richtig wütend zu machen. Also raus hier. Habt ihr mich verstanden? Was? Gebt das sofort her. Oder Keshan wird euch auf der Stelle eure dreckigen Pfoten abhacken. Euer Auftraggeber? Tja. Ihr macht mir doch was vor. Ich könnte euch hier und jetzt töten lassen und niemand würde euer Verschwinden bemerken. Ihr... Na schön. Also was wollt ihr von mir? Wenn es euch lediglich darum gehen würde, mir zu schaden, wärt ihr mit der Urkunde nicht zurückgekommen. Ich schlage euch einen Handel vor. Ich sage euch, was ihr wissen wollt. Und ihr behaltet das mit meinem... Mit dem Kind. Für euch. Und glaubt mir, wenn ihr euch nicht an unsere Abmachung haltet, werde ich dafür sorgen, dass man euch findet.
will die Wahrheit. Das war abzusehen. Gut. Also, es ist zwar wahr, dass sich der Stein früher in meinem Besitz befand. Aber es ist auch wahr, dass ich ihn mittlerweile nicht mehr besitze. Euer Sohn hat... Nennt ihn nicht so. Dieses Ding verdient es nicht, den Namen der Familie zu tragen. Aber, ja, das Kind hat ihn. Wenn ihn überhaupt noch jemand hat. Ich fürchte, ich muss etwas weiter ausholen. Ja. Es war vor 7 Jahren, mit meinem alten Weib. Zuerst glaubte ich, es handle sich um eine Fügung des Schicksals. Aber als ich sah, was sie da geboren hatte... Dieses Kind war eine Abscheulichkeit. Das war alles. Nur kein würdiger Nachkomme für das Geschlecht der Dalgais. Okay. Missgebildet. Das wäre die Untertreibung des Jahrhunderts. Er hatte Geschwüre im ganzen Gesicht. Und sein linkes Bein war ein einziger Klumpen. Der Apothekarius meinte, dass es ein Wunder sei, dass er die Geburt überhaupt überlebt hatte. Was habt ihr mit ihm getan? Ich habe ihn fortgegeben. Und bitte tut mir einen Gefallen und behaltet eure Entrüstung für euch. Ihr würdet meine Beweggründe nicht verstehen, selbst wenn ich sie euch erklären würde. Okay. Was soll sie schon dazu gesagt haben? Sie hat natürlich geweint, wie ein Sturzbach. Aber es war das einzig Richtige. Außerdem ist sie ohnehin nicht mehr. Nirgendwohin. Das hat jemand für mich übernommen. Ach, kommt mir nicht mit der Leier. Meint ihr etwa, dieser Kreatur wäre ein schönes Leben hier in Ark beschert gewesen? Geht doch mal in die Unterstadt und seht euch die Fleischmadenkranken mit ihren entstellten Gesichtern an. Nein. Die einzige Perspektive dieses Kindes wäre ein Leben als Kuriosität in einem Wanderzirkus gewesen. Im Nachhinein bedauere ich es, dass ich ihn nicht habe töten lassen. Das wäre gnädiger gewesen. Mein Weib hat ihn aus der Schatzkammer gestohlen und dem Jungen mitgegeben, bevor er weggebracht wurde. Vermutlich hielt sie ihn für einen einfachen Edelstein und dachte, er könne ihn verkaufen, wenn er älter wäre. Aber mir war es ohnehin recht. Den Stein zu kaufen war ohnehin die größte Narretei, die mein Vater jemals begangen hat. Jeder weiß doch, dass mit diesen Steinen etwas nicht stimmt. Und vermutlich war das Einzige, was mich davon abhielt, ihn schon vorher zu entsorgen, eine Art Pflichtbewusstsein gegenüber meinem Vater. Und weil ihr ohnehin fragen werdet, soweit ich weiß, hat man das Kind irgendwo im Südosten der Pulverwüste aussetzen lassen. In einem kleinen Dorf namens Silberhain. Und wenn dieser Stein noch existiert, dann findet ihr ihn vermutlich dort. Und jetzt her mit dem Pergament. Und dann verschwindet. Ich habe meinen Teil der Abmachung gehalten. Danke. Und jetzt verschwindet. Gut, gut. Wir wissen jetzt, was wir machen können. Das ist doch schön. Irgendwann werde ich mal Abenteurer und dann gehe ich die ganze Welt erkunden. Silberhain. Oh, ist das weit weg. Ich könnte zu dem Kanonenwall fahren und dann einmal hier durchwatscheln, um zum Silberhain zu kommen. Boah, was wir bis jetzt alles gesehen haben, war nur diese, das bisschen der Welt. Das ist sehr, sehr wenig. Hier, das haben wir noch gar nicht erkundet. Das haben wir noch gar nicht erkundet. Das haben wir alles noch gar nicht erkundet. Auch noch nicht. Was ist denn da?
ist auch nochmal eine komplette Stadt. Puh. Okay. Ich muss zu einem Miradenturm. Genau, Miradenturm. Die Frage ist, habe ich jetzt noch genügend Geld? Komm ab nach oben. Malfas zum Gruß. Ja. Schreitet wohl, die Dame. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Ich würde gerne... Verdammt, ich hab's vergessen. Map. Quellwacht. Ich würde gerne zur Quellwacht. Schreitet wohl. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Ja, Quellwacht, bitte. Dann einmal von da aus weiter. Einmal kurz. So. Oh. Hallo. Stirbst du auch mal bitte? Wirklich? Ah, hier, Windwurz. Boah, hat die mir zugesetzt. Eisenpranke und ein Schutzzirkel. Hier ruckelt es aber wirklich heftig. Muss man sagen. So, gib mir die Eisenpranke zu essen. Und den Schutzzirkel zum Lernen. Wir müssen irgendwie hier weiter. Ich frag mich nur, wie viel Geld ich gerade noch habe. Bis ich mir noch einen weiteren Miradenflug leisten kann. Ja doch, guck mal, hier geht's.
Sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, würde ich sagen.